Nein, oder? Au! Oho. Das nennt der Zweikampf. Was für ein Arsch. Wenn Sie von Sachen okay, nee, das... Unterbrechen Sie vor allem die ganze Zeit in diesem blöden Erinnerungsding drin. Wir müssen erstmal ein Stück weg hier. So, jetzt halt. Weil das hat mich gerade so ein bisschen gestört, muss ich zugeben. Oh, hier ist schon wieder so ein Teil. Das nervt gerade. Richtig. Ich glaube, hier werden wir recht viele Anläufe für brauchen. Weil ich da irgendwie gerade nicht drauf klarkomme. Das gibt's doch nicht. Wieder nur zwei Leben. Okay, das Wegrennen war eine doofe Idee. Und sobald ich einen anvisiert habe, der außerhalb dieses Teils ist, kann ich nichts mehr machen. Ganz toll. Wirklich. So schön. Ey, was ist das? Nee, das müssen wir nochmal versuchen. Nee, und diesmal in der beschissenen Mitte. Jetzt gleich einen anvisieren und zuhauen. Benutzen Sie. Oh, Leute, Leute. So, gleich du. Hat er nie gerade Zweikampf gesagt? Warum ziehen die mir so viele ab? Das gibt's doch nicht. Ich krieg keinen einzigen Move mehr hin. Das war man doch so schön einfach. Okay. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen konzentrieren, sonst... Okay, und du nochmal? So, jetzt du. Oh, nein, ich wollte doch zuhauen. Ah, weg. Und... Ah, geht weg! Macht mich nicht verrückt! Skalier aggressiv! Oh, und jetzt du? Okay, du, wir sind noch ganz gut dabei. Und weg mit dir? Ah, nee. Du kannst mich doch nicht während dem Special Move und der Cutscene hauen. Das geht doch gar nicht. Oh, hallo und schon wieder so wie... Ah! Hört auf, mich zu hauen, ihr Ärsche! Ich hasse euch! Ich hasse euch gerade so sehr! Ich bin dafür, dass wenn man alle niedergeprügelt hat, das dann gespeichert wird. Au, nur noch zwei. Aber ich habe schon wieder nur so wenig Leben. Sollte ich wegrennen jetzt? Komm nur her, komm nur her. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Au! Boah! Okay, ich mach das jetzt die ganze Zeit so. Wenn er zuhaut, dann kontern. Oh nein! Nein, 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 nein! Das war vielleicht eine schlechte Idee. Oh, geh weg. Kann ich den jetzt nicht? Ach, komm schon. Hör auf zu blocken, Alter! Finish him! Ja! Endlich! Endlich! Und ich hab eh kein... Ich hab gar kein Leben mehr. Was zum... Wenn Sie einen starken Angriff kontern, was ist das? Ist Ihr Gegner... Oh. Was ist das? Ein Screenspiel? Du machst... Was? Bin ich gestorben? Hä? Was? Was ist das? Hä? Aber ich hatte doch... Ich hatte es doch schon! Was ist das? Häng ich gerade in der... Hat er mich, als ich ihn getötet hat, noch mitgetötet? Nein, oder? Oh.
Wir werden bis ans Ende unserer Tage gegen diese Templer hier kämpfen müssen. Ja, das ist mal als Übung. Boah, nee, jetzt. Hätte ich mal besser aufgepasst bei Herr Tutorials Training für Dummies. Na gut, jetzt ist es auch zu spät. Also Leute, was lernen wir daraus? Hört immer auf den Tutorial Man und übt kämpfen. Aber das hätte ich, als ich das erste Mal durchgespielt habe, niemals geschafft. Jetzt habe ich ja wirklich jeden Bürger gerettet. Ich bin damals wirklich nur durchgerannt. Das schafft man ja sonst gar nicht. Ich wette, es gibt Leute, die schaffen das beim ersten Versuch. Und dann gibt es wieder so Leute wie mich. Das sieht jetzt schon wieder total schlecht aus. Weil wir wieder so wenig Leben haben. Ist der gerade wieder aufgestanden? Ich dachte, der war tot. Ich sollte die Leute wirklich töten und sie nicht umhauen. Nicht nur umhauen. Ich komm da raus aus dieser Fuck-Barriere! Nein! Nein! Komm da raus! Du verflissener Templer! Schon wieder nur noch ein Leben, das gibt's da nicht! Ich brauch kurz Leben. Nein, 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 nein! Beim letzten Versuch sah es doch noch so gut aus. Oh, das war gerade ein schönes Bild. Au. Aber wir sind immer noch ein kleiner Matschhaufen, der gleich stirbt. Oh, komm schon. Ich will doch nur noch ein bisschen leben. Oh, die packen wir doch schon wieder nicht. Nein. Okay, das war vielleicht einer der dümmsten Moves, die ich hätte machen können. Nimm dein Schwert und verteidige dich bitte. Und jetzt warte ich wieder, bis er herkommt und dann konnte. So, jetzt gehen wir wieder ein Stück weg. Verteidigen. Wieder warten. Oh nein. Wieder weg. Verteidigen. Ich traue mich das nicht mit so wenig Leben. Tut mir leid. Ich hau den jetzt so lange weg, bis ich wieder Leben dazu krieg. Tut mir leid, wenn es jetzt gerade die absolute Feiglingstaktik ist, aber anders wären wir jetzt schon wieder tot. Okay, komm. Wurfmesser. Das hilft nicht. Nein! Bitte, sei doch tot. Ja! Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mu'alim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon.
Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Was? Aber... Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Ja! Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein. Wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja. Vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Volios! Können wir eigentlich irgendwem in diesem verdammten Spiel trauen? Jetzt mal ohne Scheiß. Zurück zu Almualim. Ja, bitte. Aber der ist ja auch nicht. Aber das... Okay, das wurde mir schon ganz klein Andeutung gespoilert, dass man anscheinend... Macht. Ich sagte aufstehen, was? Verdammt. Okay. Hallo. Ja. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Und ich will es sehen. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Ich muss mir das anschauen. Stopp. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Was? Hier, hören Sie zu. Drohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind sie hier doch nicht so sicher, wie sie dachten? Meinen sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, sie sind ganz allein. Ruhen sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Was? Nein! Kann ich Laptop?
Kann ich irgendwo anders... Lucy! Lucy, bitte erklär mir jetzt irgendwas. Bitte, wenn du nicht mit mir redest, dann hau ich dich. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie... Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch! Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen.